So, hallo und herzlich willkommen bei Hart aber Fürth. Mein Name ist Caro, ich habe die große Freude, euch heute Abend hier begrüßen zu dürfen. Und Hart aber Fürth, falls ihr es noch nicht kennt, ist eine Veranstaltungsreihe, bei der wir uns immer unterschiedlichen politischen Themen widmen wollen, uns darüber informieren wollen und vor allem mit euch gemeinsam darüber sprechen wollen. Organisiert wird das Ganze von Echt Fürth, der Agentur für Demokratie und Jugendbeteiligung hier in Fürth, in Kooperation mit dem Medienzentrum Connect. Genau, wir sitzen heute Abend hier frisch getestet in Abstand zueinander und wir wollen heute Abend vor allem über ein Thema sprechen, heute Abend in der Veranstaltung und in weiteren Veranstaltungen wird es um das Thema Verschwörungsideologien rund um Corona gehen. Ich glaube, wir haben Sie alle schon viel davon kennengelernt. Corona-Diktatur war das Unwort des Jahres 2020. Es ging um den Great Reset, den großen Austausch und vor allem um die noch viel größere Elite, die uns alle bestimmt. Ich habe in den letzten Monaten so viel Verschwörungsideologien kennengelernt wie noch niemals davor. Also manches davon war so ein bisschen skurril und lustig. Man erinnerte sich an die Reptiloiden, an Flat Earther und an Pizzagate. Genau, aber so lustig das alles irgendwie auch ist, so gefährlich ist das nämlich auch. Die Initiative Querdenken hat sich im letzten Jahr gegründet. Man hatte immer wieder Attila Hildmann und Ken Jebsen auf Bühnen, die ihren sehr menschenfeindlichen Nonsens da in die Menge gebrüllt haben. Und es haben auch immer wieder rechtsextreme Gruppierungen Stimmung dagegen gemacht. Denn es waren leider nicht nur besorgte Eltern oder einfache Corona-Kritikerinnen, die da auf die Straße gegangen sind, sondern eben auch vermehrt Rechtsextreme. Wir wollen uns das heute Abend genauer anschauen. Neben mir sitzt Jonas Miller. Hallo Jonas. Hallo, Caro, grüß dich. Du bist Journalist und Reporter, unter anderem beim Bayerischen Rundfunk, hast auch schon für den NSU-Gutachten erstellt über die Rechtsextreme. Du hast schon Gutachten für den NSU-Untersuchungsausschuss erstellt, so rum, über die rechtsextreme Szene und recherchierst schon etliche Jahre darin. Heute hältst du auch einen Vortrag bei uns über die rechtsextremen Netzwerke und Strukturen. Wir werden es auch gleich im Vortrag sehen, du hast dich in den letzten Monaten oder schon im letzten Jahr sehr in diese ganzen Telegram-Channels hineingewühlt. Gibt es noch irgendwas, was dich da schockieren kann oder hat man sich jetzt schon an alles Menschenfeindliche gewöhnt? Also ich muss ganz ehrlich sagen, schockieren tatsächlich auch an ganz skurrilen Verschwörungsmythen tut mich jetzt eigentlich wenig. Wie du sagst, irgendwann ist man einfach abgebrüht durch diese ganzen Geschichten, durch diese ganzen Stories, die man da mitbekommt, durch diese ganzen Verschwörungstheorien. Was mich allerdings immer wieder entsetzt, ist, welche Reichweite solche Kanäle, du hast es ja gerade angesprochen, Attila Hildmann zum Beispiel, welche Reichweite solche Kanäle haben, vor allem bei Telegram, das schauen wir uns dann später nochmal an. Das schockiert mich tatsächlich und wenn ich dann auch sehe, wie viele Leute auf die Straße gehen und mit welcher Aggressivität die Leute da teilweise auch auf der Straße sind, das ist dann tatsächlich etwas, wo ich sage, okay, hier muss man genau hinschauen, hier muss genau beobachtet werden und das kann gefährlich werden, da bin ich vollkommen bei dir. Ja, voll. Das wollen wir jetzt tun, genau hinschauen, beobachten. Ich will gar nicht so viel fragen jetzt schon und nicht so viel vorwegnehmen. Wir schauen uns jetzt den Vortrag von Jonas an. Ihr dürft es euch bei diesem ja doch sehr ungemütlichen Thema gemütlich machen vor euren Bildschirmen. Ihr dürft auch all eure Fragen stellen. Also ihr dürft die Kommentarfunktion unten nutzen und eure Fragen an Jonas stellen. Ich werde sie dann stellvertretend für euch entgegennehmen und dann können wir nach dem Vortrag gemeinsam miteinander sprechen. Genau, und dann würde ich dir das Wort jetzt überlassen. Jawohl, dann laufe ich mal zu meinem neuen Pult. Wie gesagt, das Thema heute Verschwörungsmythen in der Corona-Krise, halt, den wir heute durchgehen werden im Rahmen. Wir haben hier einen Inhalt, den wir heute durchgehen werden im Rahmen des Vortrags. Wir gucken uns erstmal an die Begriffsbestimmungen, Verschwörungstheorie, Verschwörungsmythos oder einfach Verschwörungserzählungen. Es gibt verschiedene Begrifflichkeiten. Wir gucken uns an, was ist denn überhaupt eine Verschwörungstheorie? Was unterscheidet sie von einer, ich sag mal, normalen Theorie? Wir gucken uns an, wo sich und wie sich die Szene im Internet vernetzt, welche Inhalte auch dort weiter verbreitet werden. Wir schauen uns die Entwicklung der Szene oder der ganzen Szenerie in Bayern an, wie sich diese ganzen Gruppierungen ja auf der Straße auch entwickelt haben. Wir gucken uns an, was das Ganze mit dem Thema Rechtsextremismus auch zu tun hat, beziehungsweise gibt es da eine Unterwanderung.
Schauen dann auch, gibt es da vielleicht auch einen Unterschied, das können wir vielleicht auch dann später einfach nochmal diskutieren, zwischen den Inhalten, die im Netz gepostet werden bei Telegram und den Inhalten, die dann tatsächlich auch auf der Straße geäußert werden. Und dann eine ganz wichtige Frage, ist es eigentlich legitim, auch Kritik jetzt gerade zu äußern an den Maßnahmen, die es gerade gibt, auch an den Eingriffen in die Freiheiten der einzelnen Bürgerinnen und Bürger und können da auch im Anschluss dann darüber diskutieren. Ich freue mich auch schon jetzt sehr über konstruktive Fragen und eine konstruktive Diskussion. Erstmal zur Begrifflichkeit, was ist denn überhaupt eine Theorie? Eine Theorie ist letztendlich ein Modell der Wirklichkeit. Es ist ein System von Sätzen, das aufeinander verweist und sich gegenseitig unterstützt und so dann eben letztendlich auch begründet. Ziel einer Theorie ist es natürlich, uns Dinge erklärbar zu machen, Phänomene erklärbar zu machen und auch Erkenntnisse weiter zu vermitteln. Letztendlich ist es aber so, dass uns Theorien natürlich auch so ein bisschen die Neugierde nehmen an verschiedenen Thematiken. Und oft ist es so, dass Unwissenheit durch eine Abstraktion und Modellierung einfach stattfindet. Das heißt, dass ganz komplexe Vorgänge dann einfach relativ weit heruntergebrochen werden und so dann letztendlich eine Theorie oftmals durch eine Abstraktion und eine Modellierung vereinfacht wird. Letztendlich kann man das Ganze aber auch einfach so zusammenfassen. Theorien sind einfach dazu da, um uns bestimmte Vorgänge oder Phänomene erklärbar zu machen. Und da ist gleich die große Frage, was ist denn jetzt der Unterschied von einer normalen Theorie, wie wir sie gerade eben kennengelernt haben, zu einer sogenannten Verschwörungstheorie? Bei einer Verschwörungstheorie ist der Unterschied einfach da, zu sehen, dass nicht erklär- oder Beweisbares einfach mit einer Verschwörung verknüpft wird und so dann sozusagen erklärt werden kann. Verschwörungstheorien haben eine sehr lange Tradition, vor allem in Krisenzeiten, zum Beispiel bei angsteinflößenden Ereignissen wie jetzt gerade aktuell der Corona-Pandemie, kommen Verschwörungstheorien wieder auf und werden weiter verbreitet. Das hatten wir aber auch schon in der Vergangenheit, zum Beispiel die Pestepidemien im Mittelalter. Da wurden dann Jüdinnen und Juden wurden dafür verantwortlich gemacht. Es kam auch zu Auseinandersetzungen, zu Verfolgungen von Jüdinnen und Juden und deswegen habe ich es auch in der Folie so benannt. Oft sind Verschwörungsmythen einfach antisemitisch kodiert. Zu Verschwörungen gehört ganz klar auch Personen dazu. Es ist immer ein kleiner Kreis von Personen, die irgendwie miteinander verbandelt sind, am besten auch noch irgendwie elitär sind, viel Macht besitzen und sich quasi zusammengeschlossen haben, um ein bestimmtes Ereignis durchzuführen. Das heißt, die Ereignisse, die dann eintreten, wie zum Beispiel die Corona-Pandemie, sollen dann dementsprechend als Absprachen getroffen worden sein und dann so auch umgesetzt worden sein. Das ist durchaus eine typische Verschwörungserzählung, sage ich mal, die so auch vorangetrieben wird. Ich habe es anfangs schon mal erwähnt, es gibt durchaus Kritik auch an dem Begriff Verschwörungstheorie, weil eine Theorie muss ja falsifizierbar sein. Das heißt, eine Theorie muss auch wieder überprüft werden können und gegebenenfalls angepasst werden, wenn sich herausstellt, dass sich die ursprüngliche Annahme einfach als falsch herausgestellt hat. Bei Verschwörungstheorien ist das eben nicht der Fall, denn Verschwörungstheorien entziehen sich ja einer gewissen Nachprüfbarkeit, weil eben vieles durch eine Verschwörung erklärt wird. Deswegen heißt es oft, spricht man mittlerweile von Verschwörungsmythen beispielsweise oder Verschwörungserzählungen oder Verschwörungsideologien. Und ich werde jetzt auch im Rahmen des Vortrags einfach verschiedene Begrifflichkeiten für ein und dasselbe Thema nutzen. Ich habe es schon erwähnt, anfangs letztendlich haben sich die Corona-Rebellen oder die heutige Querdenkenszene hauptsächlich in Telegram-Chatgruppen versammelt, aber auch in anderen sozialen Netzwerken, wie zum Beispiel bei Facebook, Instagram oder YouTube, ist die Szene verbandelt und verbreitet dort ihre Inhalte. Oftmals tauchen aber auch Inhalte aus dieser Szene einfach in vollkommen anderen Räumen auf, wie zum Beispiel im Freundes- und Bekanntenkreis oder ganz einfach auch bei Kindergarten-Chatgruppen, wo sich Erwachsene untereinander austauschen. Auch hier werden mittlerweile Inhalte einfach weiter verbreitet in vollkommen anderen Räumen, als es jetzt dann zum Beispiel politische Chatgruppen sind. Die Frage ist, warum hat sich die Szene hauptsächlich auf den Messenger-Dienst Telegram fokussiert? Zur kurzen Erklärung, Telegram ist ein Messenger-Dienst, ein Instant-Messenger-Dienst, ähnlich wie WhatsApp, nur dass man bei Telegram zum Beispiel seine Telefonnummer verbergen kann. Das bedeutet,
Man kann seine Telefonnummer ausstellen, kann sich ein Pseudonym geben und viele Leute denken deswegen, dass Telegram ein besonders sicherer Kanal ist. Letztendlich sind aber die einfachen Chats bei Telegram nicht Ende zu Ende verschlüsselt, wie bei anderen Messenger-Diensten es der Fall ist. Zudem ist es so, dass in vielen sozialen Netzwerken ja Hinrichtungsvideos, rassistische oder menschenverachtende Inhalte gelöscht werden oder zum Beispiel Falschnachrichten klassifiziert werden mit einem Hinweis, dass es sich um eine Falschnachricht handelt. Das ist bei Telegram eben nicht so der Fall. Telegram geht weniger gegen solche Inhalte vor. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Meinungsäußerung, die freie Meinungsäußerung bei Telegram unbegrenzt ist. Das heißt, dort findet man NSDAP-Propaganda, Hinrichtungsvideos, IS-Propaganda, also von militanten Islamisten, findet man dort zuhauf, weil es einfach kein Reglement gibt. Also viele Inhalte dort einfach weiterverbreitet werden und Telegram da nicht einschreitet. Zudem ist Telegram auch besonders beliebt, weil man kann einfach in einer relativ kurzen Zeit eine sehr große Anzahl von Menschen erreichen. Man kann zum Beispiel in einem einzelnen Telegram Chat 200.000 Nutzer hinzufügen, die dann miteinander chatten können. Wir wissen zwar alle aus der Realität, dass das nicht möglich ist, aber letztendlich kann man durch diesen Messenger-Anbieter einfach sehr, sehr viele Menschen in relativ kurzer Zeit erreichen. Deswegen Telegram einer der wichtigsten Kanäle für solche Inhalte. Ich habe es eingangs mal erwähnt, wir wollen uns anschauen, wie sich das Ganze auch so ein bisschen entwickelt hat, vor allem hier im Raum Nürnberg bzw. Nordbayern. Am Anfang der Pandemie, also im vergangenen Jahr, so März, April, als das ganze Thema auch hier immer größer wurde, gab es die ersten Chatgruppen, da waren 20 bis 40 Teilnehmerinnen erstmals in diesen Chatgruppen, die dann miteinander sich vernetzt haben. Ich war in einer fränkischen Gruppe Teilnehmer Nummer 17. Das heißt, ich habe schon irgendwie mitbekommen, dass sich da was zusammenbraut. Und über die einschlägigen Kanäle hat man davon dann auch erfahren und konnte sich dann da auch zuschalten und konnte das Ganze dann auch mitlesen. Letztendlich war es dann so, als dann das Thema Corona-Pandemie immer größer wurde, sind die Telegram-Chats quasi aus den Nähten geplatzt. Es wurden immer mehr Nutzerinnen und Nutzer, die sich dort versammelt haben. Anfangs war es so, dass man Telegram-Chatgruppen hatte, wie zum Beispiel Corona-Rebellen Bayern. Dann wurde es wieder untergliedert in Corona-Rebellen Franken. Und weil es dann immer mehr Nutzerinnen und Nutzer wurde, hat man sich immer weiter runtergegliedert, bis es dann einzelne Chatgruppen für die einzelnen Städte wie Nürnberg, Fürth, Erlangen oder sowas gab oder halt im Süden dann zum Beispiel München oder andere Städte. Letztendlich war es so, ich habe es erwähnt, da waren ganz viele Nutzerinnen und Nutzer in diesen Chatgruppen. Irgendwann wurde es einfach unübersichtlich, weil selbst mir ist es dann irgendwann schwer gefallen, der das Ganze irgendwie so ein bisschen auswerten wollte. Bis zu 1200 Nachrichten am Tag, da blickt kein Mensch mehr durch. Da ist es auch schwierig, eine Diskussion zu führen. Und deswegen wurde sich dann einfach so ein bisschen darauf geeinigt, dass man so ganz viele Untergruppierungen bildet. Letztendlich, wenn man sich das von vornherein angeschaut hat, kann man sagen, es gab keine einheitliche politische Agenda in diesen Chatgruppen und das ist auch bis heute der Fall. Also es gibt, man kann nicht sagen, dass alle Chatgruppen oder alle Inhalte, die dort geäußert werden, alle verschwörungstheoretisch sind oder alle rechts sind oder ähnliches. Mittlerweile ist es auch so, dass wir nicht mehr so die Namen haben Corona-Rebellen. Das war ein Name, der früher häufig genutzt wurde von diesen Personen. Mittlerweile heißen sie oft Querdenken bzw. bezeichnen sich als der Querdenkenszene irgendwie zugehörig. Jetzt habe ich hier mal Screenshots mitgebracht, damit man sich das mal anschauen kann, wie viele Leute das ungefähr sind. Corona-Rebellen Bayern, das ist ein Screenshot vom 12. Mai 2020 vergangenen Jahres. Da hatten wir schon 5.406 Mitglieder, von denen rund 760 online waren. Also auch da sieht man schon, das ist eine sehr hohe Anzahl. Wir haben Querdenken 911 Nürnberg mit 1.228 Mitgliedern. Querdenken München sind ein bisschen mehr, sind knapp 5.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und dann sozusagen die Hauptorganisation Querdenken 711 aus Stuttgart mit rund 70.000 Abonnentinnen und Abonnenten. Das ist das, was ich eingangs meinte, die erreichen da einfach eine große Anzahl von verschiedenen Leuten. Wenn man sich mal anguckt, was in diesen Chatgruppen so weiterverbreitet wird, dann sage ich mal, es ist ein wildes Sammelsurium an Verschwörungstheorien, Fake News, Halbwahrheiten und aber auch tatsächlichen Nachrichten, die dort einfach weiterverbreitet werden. Wir wollen uns heute mal ein paar dieser Verschwörungsmythen anschauen. Ich gehe jetzt nicht auf alle einzelnen extra ein, kenne auch nicht alle
da fehlt mir dann auch irgendwann der Überblick, irgendwann kommt man da auch nicht mehr hinterher. Ich gehe jetzt einfach mal auf die wichtigsten ein, finde ich. Das ist zum Beispiel Bill Gates, die Verschwörungsmythos zum 5G-Mobilfunk, die QAnon-Erzählung, die Corona-Leugnung und die Awake-Theorie, die ich so benannt habe. Ich habe es schon mal erwähnt, der Hauptfeind innerhalb dieser Corona-Rebellen-Chatgruppen war von Anfang an eigentlich Bill Gates und seine Frau Melinda Gates. Die Theorie, die dahinter steckt, ist, dass das Ehepaar Gates schon vor Jahren vor einer weltweiten Pandemie gewarnt hat und auch da gesagt hat, die Weltgemeinschaft ist nicht auf eine solche Pandemie vorbereitet. Da müssen noch viele Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, da muss investiert werden in den Gesundheitssektor und so weiter. Und die Theorie jetzt besagt, naja, Bill Gates hat es ja schon vor 3 oder 4 Jahren gesagt, oder 2015 war es, wenn ich mich nicht irre. Der wusste also, dass so etwas irgendwann kommt und dass irgendwann das auch das Coronavirus freigesetzt wird. Außerdem hat Bill Gates die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, unterstützt, die ja oft aus solcher Szene auch dann kritisiert wird als Geldmaschine und so weiter. Er hat Angela Merkel als Verbündete gelobt und vor allem in diesem WutbürgerInnen-Kontext, sage ich mal, ist ja Angela Merkel eine der Hauptfeindinnen und da hat es natürlich ganz gut ins Bild gepasst. Zudem hat Bill Gates plädiert dafür, nachdem das Coronavirus ausgebrochen ist, man müsse doch auch die ärmeren Länder auf der Welt unterstützen in Bezug auf Gesundheitssektor ausbauen, in Bezug auf Impfstoffverteilung und so weiter. Und da ist jetzt die Theorie, die dahinter steckt quasi, er hat das alles so geplant, denn er profitiert monetär, das heißt, er profitiert finanziell am Ausbruch des Coronavirus. Es heißt zum Beispiel, Bill Gates hätte ein Patent auf das Coronavirus. Das ist natürlich Unsinn, das stimmt nicht. Es wird behauptet, Bill Gates hätte ein Patent am Coronavirus-Impfstoff. Auch das ist nicht richtig. Es wird aber auch oft behauptet, dass Bill Gates die Menschheit dezimieren möchte, die komplette Menschheit der ganzen Welt durch einen Mikrochip, der innerhalb dieses Coronavirus-Impfstoffs dann beigemengt wird. Oft wird behauptet, Bill Gates hätte das Virus einfach an sich erfunden. Auch mit solchen Mythen haben wir es da zu tun. Und immer wieder kommt auf, dass Bill Gates die Menschheit zwangsimpfen möchte, um sie zum Beispiel, wie ich eben erwähnt habe, zu dezimieren oder einfach komplett zu überwachen. Oft wird Bill Gates dann auch mit dem NS-Arzt Josef Mengele verglichen. Dazu komme ich dann später nochmal, weil da gibt es auch noch ganz andere Vergleiche. Und dann gucken wir uns das mal an, wie das sich auch in den Chatgruppen äußert. Da schreibt zum Beispiel Patricia mal in einer Gruppe, es sind viele, wo daran. Monika antwortet, Bill Gates, warum bringt den eigentlich keiner um? Jeder Reporter, jener Journalist gestreut sein kann, um uns hinzuhalten. Monika antwortet, Bill Gates, warum bringt den eigentlich keiner um? Jeder Reporter, jener Journalist, der Sachen aufdeckt, wird umgebracht, nur diesen Deppen bringt keiner um. Oder in einer Corona-Franken-Chatgruppe heißt es, hoffentlich wird jetzt der ein oder andere auf das Gift in der Impfung aufmerksam, das wünsche ich mir. Nadine antwortet nicht nur auf das Gift, sondern auch auf den Chip. Und ich will es nicht vorweggreifen oder nicht jemanden spoilern, aber auch das ist natürlich Quatsch. Eine andere Theorie, die immer wieder verbreitet wird, handelt von Q oder QAnon. Das ist eine der weit verbreitetsten Verschwörungsideologien aus den USA. Es hat damit angefangen, dass ein anonymer Nutzer in einem Online-Forum namens 4chan einen Beitrag verfasst hat. Er hat sich in diesem Beitrag als ein Vertrauter der Donald-Trump-Regierung, der Trump-Administration hat. Er hat sich in diesem Beitrag als ein Vertrauter der Donald-Trump-Regierung, der Trump-Administration ausgegeben, der über eine Sicherheitsfreigabe verfügt, über die Q-Clearance. Das ist die höchste Freigabe für Mitarbeiter eines US-Ministeriums. Und dieser anonyme Nutzer hat eben angekündigt, dass die damalige Präsidentschaftskandidatin der Demokraten Hillary Clinton bald festgenommen wird. Jetzt wissen wir alle, dass diese Festnahme nie eingetroffen oder eingesetzt hat, dass Hillary Clinton nicht festgenommen wurde von der Bundespolizei FBI. Das aber hat keinerlei Auswirkungen gehabt, denn plötzlich haben sich ganz viele Leute um diesen anonymen Nutzer geschart und haben dessen Informationen, die dann immer wieder skurriler wurden, dann auch weiter verbreitet, weil sie wirklich dachten, es gibt jemanden im Weißen Haus, der über ganz geheime Informationen verfügt und sie dann mit einer anonymen Weltgemeinschaft in einem Online-Forum teilt. Letztendlich gehen die Anhängerinnen und Anhänger von QAnon davon aus, dass diese Person
gemeinsam mit dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump gegen einen Deep State kämpft, gegen eine elitäre US-Clique. Und angeblich, so hat der Nutzer es dann mal geäußert, gibt es ein Netzwerk aus pädophilen Politikern, Bankern, Hollywood-Stars und so weiter, die sich international zusammengeschlossen haben und weltweit Kinder entführen, die in unterirdischen Lagern foltern und denen das Lebenselixier Adrenochrom aus dem Körper saugen, um sich selbst zu verjüngen. Adrenochrom ist ein Stoffwechselprodukt aus Adrenalin, dass den Kindern da angeblich aus dem Körper gesaugt wird. Danach werden die Kinder dann umgebracht. Diese Theorie klingt ja wahnsinnig abstrus und auch hier ist da überhaupt nichts dran. Aber wir kennen alle einen bekannten Soul-Sänger, der das auch mal weiterverbreitet hat in einem Video und da wirklich in Tränen ausgebrochen ist, weil er dachte, das stimmt alles. Also wir sehen auch hier, auch solche völlig skurrilen Theorien werden einfach weiterverbreitet. Und jetzt, das Ganze hat deswegen mit Corona zu tun, denn so zumindest eine Erzählung, Corona existiert gar nicht, sondern das Coronavirus, die Pandemie ist eigentlich eine geheime Militäroperation der Trump Administration, um eben die Kinder aus diesen unterirdischen Lagern zu befreien. Wir sehen das jetzt hier im nächsten Bild, das ist ein Screenshot des Nachrichtensenders CNN von einer Wahlkampfveranstaltung von Donald Trump. Und auch hier sehen wir, dass eine Person eben so ein VRQ-Plakat in die Luft hält. Also Amerikaner kennt auch oder hat zumindest etwas schon mal von dieser Theorie gehört. Aber nicht nur in Amerika, jeder vierte Amerikaner kennt auch oder hat zumindest etwas schon mal von dieser Theorie gehört. Aber nicht nur in Amerika spielt das Ganze eine Rolle, sondern eben auch in Deutschland. Hier ein Bild vom Brandenburger Tor, da auch Q mit Donald Trump, schwarz-weiß-rot, die Fahne des Deutschen Reichs, wo drunter steht WWG1, WGA, was bedeutet Where we go one, we go all, also wohin einer geht, gehen wir alle hin. Das ist so ein ganz bekannter Slogan aus diesem QAnon-Spektrum. Hier die Flagge auf einer Demonstration von Corona-Maßnahmen, Kritikern, Leugnern, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Wie zum Beispiel links, da schreibt David Q als Erkennungszeichen natürlich gleich Q im Namen. Eule Virus wurde entdeckt, in Wirklichkeit ist das Deckname für eine Operation, die jetzt bald abgeschlossen wird. Und dann teilt er einen Twitter-Account aus diesem QAnon-Spektrum. Oftmals sind diese Nachrichten einfach so dermaßen komisch, skurril formuliert, werden trotzdem weiterverbreitet. Wir sehen es an der nächsten Nachricht. Gerade wieder Nachricht bekommen von Britannien, Deep State in New London ausgeräuchert, Ende der Nachricht Q. 2000 Nutzerinnen und Nutzer haben das laut Telegram gesehen, diese Nachricht innerhalb von kurzer Zeit. Und auch hier sehen wir völlig wirr auch diese Nachricht weiterverbreitet, wurde dann unzählige Male auch weiterverbreitet, macht irgendwie keinen Sinn und es wurde auch nichts ausgeräuchert. Zumindest meinem Wissensstand nach hat man davon nichts in den Nachrichten mitbekommen. Oder ganz rechts sehen wir auch bei den Corona-Rebellen Regensburg war das weitergeleitet, ein QAnon-Kanal, wo es heißt, be a part of the great awakening, get real time, QAnon drops in Poto Streets, we are the news now. Also das hat man ganz oft, dass man ganz viele von diesen QAnon-Twitter-Accounts oder Kanälen da einfach weiter verbreitet und weiter verlinkt wird in solchen deutschen Corona-Gruppen. POTUS genau steht für President of the United States, was ja früher Donald Trump war und um Donald Trump geht ja auch diese ganze QAnon-Verschwörungs. Donald Trump war und um Donald Trump geht ja auch diese ganze QAnon-Verschwörungstheorie. Ein weiterer Punkt, der immer wieder auch aufgekommen ist, ist das Thema Mobilfunk 5G, der neue Mobilfunkstandard. Da gibt es ganz verschiedene Theorien dazu. Zum Beispiel eine besagt, dass die Menschen nicht an Covid-19 sterben, sondern eben an Mobilfunkstrahlung 5G. Durch hochfrequentierte Mikrowellen werden menschliche Organismen zerstört, hieß es da in einer Nachricht. Und am Anfang wurde auch so erklärt, dass das Coronavirus eben in Wuhan ausgebrochen ist, denn Wuhan war eine der ersten Städte weltweit, wo es ganz viele 5G-Masten gab. Und deswegen dachten die Leute, okay, naja, gut, dann liegt das ja durchaus auf der Hand. Eine andere Theorie besagt, dass es das Coronavirus tatsächlich gibt, das Coronavirus aber nicht durch irgendwelche Infektionen, durch Tröpfcheninfektionen oder Schmiereninfektionen weiterverbreitet wird, sondern eben durch 5G-Mobilfunk. Auch das eine Theorie, die immer wieder geäußert wird. Oder eine andere Theorie, es gibt in der sogenannten, in der angeblichen Zwangsimpfung, gibt es dann einen Chip, der eben 5G beinhaltet und uns alle überwachbar macht. Letztendlich
ist diese Theorie aber sehr, ja, oder führt dazu, dass manche Leute wirklich auf die Idee kommen, sie machen jetzt 5G-Masten kaputt, greifen 5G-Masten an, greifen Mobilfunkmitarbeiterinnen und Mitarbeiter an, weil sie denken, das sind die Personen, die uns allen als Weltgemeinschaft schaden. Also wir hatten Anschläge weltweit. Allein im April 2020 im vergangenen Jahr gab es rund 80 Anschläge in Großbritannien auf 5G-Masten. Also hier sehen wir auch, wie militanter auch teilweise die Leute gehen und wie weit sie gehen. Bayreuth am 29. April. Leute, für alle, die es noch nicht kapiert haben, der Corona-Impfstoff wird der Chip selbst sein, Nanotechnologie. Und das 5G-Netz ist der Kontrollmechanismus. Glaubt ihr immer noch, dass Zeit bleibt? Es ist schon lange nach 12, der Bus hat nur leicht Verspätung. Oder Katrin schreibt, Corona-Rebellen Franken. Das wäre mal eine Aktion, bei der alle ihre Bürgermeister direkt angehen könnten. Bei 5G gibt es nämlich einen direkten Zusammenhang mit Corona und der geplanten Totalüberwachung. Also hier sehen wir auch genau diese Narrative, diese Erzählungen werden auch nach wie vor in solchen Chatgruppen weiterverbreitet. Ich habe es auch vorhin auch schon mal erwähnt, wir hatten das mit wie vor in solchen Chatgruppen weiterverbreitet. Ich habe es auch vorhin auch schon mal erwähnt, wir hatten das mit Get Real Time, QAnon Drops und seid Teil einer erwachten Szene, die sogenannte Awake-Theorie, die ich mal so benannt habe. Und zwar gehen manche Leute davon aus, dass sie als Corona-Rebellen, als Querdenker oder wie auch immer erwacht seien und tatsächlich alle möglichen Komplexe durchblickt haben und alle anderen, die noch angehen. Pierre, wie kommst du eigentlich mit der ganzen Sache klar? Ich merke bei mir schon, wie das Aggressionspotenzial steigt. Ich ertrage die Dummheit der Leute nicht mehr. Ich würde ihnen am liebsten den Mundschutz runterreißen und dann klatscht es und zwar keinen Applaus. Und Madeleine antwortet auf Pierre, vergiss nicht, dass jeder von uns seinen Zeitpunkt des Erwachens hatte. Menschen, die Angst haben, sind lenkbar. Hab Mitgefühl, sie wollen uns doch nur wütend sehen. Das heißt, man merkt schon hier, da ist eine gewisse Aggressivität ja vorhanden. Die sich dann auch äußern kann in Gewalt letztendlich. Wir sehen hier einen Ausschnitt aus den Nürnberger Nachrichten. Da geht es darum, dass ein Maskenverweigerer im Nürnberger Hauptbahnhof 3 Menschen verletzt hat. Und aus Informationen, die uns jetzt auch vorliegen, kann man auch sagen, dass diese Person, die das da durchgeführt haben soll, diese Gewalttat, dass die auch aus genau dieser Gruppierung kommt, nämlich aus der Gruppierung der Corona-Leugner oder Maßnahmenkritiker oder wie man immer sie dann auch benennen mag. Ich habe es vorhin auch mal kurz schon angeschnitten. Wir haben immer wieder auch mit NS-Relativierung und Verhöhnung der Opfer des Holocaust zu tun. Zum Beispiel, wir sehen es oben links in der Folie, sogenannte Judensterne werden ja von manchen Personen auf so Querdenkerinnen oder Corona-Rebellen-Kundgebungen getragen, weil sie sich als Verfolgte des Regimes irgendwie sehen und sich sozusagen auf eine Stufe mit der Verfolgung von Jüdinnen und Juden im historischen Nationalsozialismus stellen. Und so ein Vergleich verhöhnt natürlich die Opfer der Christian Drosten, mittlerweile deutschlandweit oder vielleicht auch international sehr bekannter Arzt der Virologie in Charité, der hier verglichen wird mit Josef Mengele. Josef Mengele war ein NS-Arzt, der in Konzentrationslagern medizinische Versuche an KZ-Häftlingen durchgeführt hat. Auch hier das ganz klar eine Relativierung und eine Verhöhnung der Opfer, die in Konzentrationslagern durch Ärzte wie Josef Mengele eben drangsaliert wurden. Oft heißt es auch bei Demonstrationen, Anne Frank wäre eigentlich heute bei uns, Josef Mengele eben drangsaliert wurden. Oft heißt es auch bei Demonstrationen, Anne Frank wäre eigentlich heute bei uns. Und da ist es mir wirklich vollkommen nicht nachvollziehbar, wie sie denn auf sowas kommen. Denn Anne Frank trug ja den gelben Stern nicht irgendwie aus Provokation, wie es heute Leute auf solchen Demonstrationen machen, sondern eben aus Zwang. Und das Nächste ist, Anne Frank konnte auch gar nicht mehr demonstrieren, weil sie starb im Alter von 15 Jahren im Konzentrationslager Bergen-Belsen. Aber hier sehen wir, da wird immer ein Vergleich hergestellt. Da wird letztendlich der historische Nationalsozialismus und auch der Holocaust relativiert durch solche Vergleiche. Wie hat sich das eigentlich alles entwickelt hier in Nordbayern mit den Corona-Rebellen? Wir schauen uns das an. Im April 2020 gab es somit die erste Kundgebung
von ungefähr 50 Teilnehmerinnen vor der Nürnberger Lorenzkirche, die sich da versammelt haben. Ich habe darunter viele Menschen gesehen, die ich schon aus anderen Zusammenhängen, politisch rechtsstehenden Zusammenhängen kenne, wie eben aus der Holocaust-LeugnerInnen-Szene oder auch aus der Pegida-Szene, die sich da versammelt haben. Und ich war in diesen Chatgruppen ja drin, ich habe es schon erwähnt und war deswegen da auch vor Ort, konnte das auch dann beobachten. Und ich habe auch mit Polizeibeamten gesprochen, die da eingesetzt waren und die von Anfang auch nicht wussten, mit wem haben wir es hier überhaupt zu tun, was sind das hier für Leute. Weil letztendlich hat sich da relativ schnell herausgestellt, okay, das ist eine ganz diffuse Mischung, die sich da trifft von politischen Leuten, von irgendwelchen Esoterikern und so weiter. Und ich habe es erwähnt, April 2020 waren es noch 50 TeilnehmerInnen bei solchen Kundgebungen und dann schon im Mai 2020 hatten wir in Nürnberg 2000 TeilnehmerInnen, bei einer solchen Demonstration in München waren es dann 3000. Insgesamt, ich habe es erwähnt, ist es eine diffuse Mischung aus Verschwörungstheoretikern, aus Impfgegnern, aus Esoterikern, aus Leuten, die irgendwie auf der Yogamatte meditiert haben, aber auch eben Rechtsextreme, die wir erkannt haben und aber der Großteil eben ohne direkt ersichtliche politische Agenda. Wir sehen hier ein Bild, was wir gedreht haben in Nürnberg. Da ist eine Masse zu sehen von Menschen, die durchaus aggressiv vorgeht gegen eingesetzte Polizeikräfte oder auch gegen MedienvertreterInnen. Es gab Sprechchöre wie "Wir sind das Volk", "Merkel muss weg", "Widerstand" und "Volksverräter", die mir jetzt eher aus dem Pegida-Kontext, sage ich mal, bekannt sind. Polizeibeamte wurden als Merkel-Miliz bezeichnet und wir sehen es auch hier, schon damals hatte es eigentlich sowas wie eine Maskenpflicht gegeben, die wurde dann natürlich konsequent missachtet, die Leute haben keinen Abstand gehalten, haben Hände geschüttelt, es hatte irgendwie eher so den Anschein von einem großen Volksfest, sage ich jetzt mal. Mancherorts war es dann auch so, dass bei solchen Kundgebungen Grundgesetze verteilt wurden. Es hieß dann, das sind die Leute, die wahren Verteidiger des Grundgesetzes. Manche Medien haben das auch so übernommen, unkritisch. Letztendlich finde ich aber, man muss sich immer genau anschauen, wer denn hier aktiv ist, wer denn sich hier wie äußert und nicht nur das abschreiben, was auf den Plakaten steht. Denn auch in Nürnberg gab es Leute, die das Grundgesetz verteilt haben, die der rechtsextremen neonazistischen Szene zuzurechnen sind. Links sehen wir im Bild einen ehemaligen NPD-Kader, der auch bei einem Fackelmarsch am ehemaligen Reichsparteitagsgelände beteiligt war, der sich plötzlich auch hingestellt hat und gesagt hat, okay, ich verteile jetzt hier das Grundgesetz und ich bin jetzt hier einer der Demokraten quasi. Oder rechts sehen wir ein Bild aus einem Screenshot aus einem Channel von einer Neonazi-Partei, Die Rechte. Da heißt es, dass ein Stadtrat dieser Neonazi-Partei jetzt auch das Grundgesetz verteilt. Und deswegen sage ich, man muss da einfach genau hingucken, nicht nur die Sachen abschreiben, die auf den Plakaten stehen oder was die Leute von sich äußern, sondern man muss oft einfach tiefer recherchieren. Und das betrifft aber nicht nur dieses Geschehen, sondern eben auch, wir kommen zum nächsten Punkt, und zwar Neonazi-Hooligans und Corona-Proteste. Auch das können wir sehr oft beobachten, dass Hooligans, organisierte Neonazi-Hooligans an diesen Corona-Protesten teilnehmen und sozusagen irgendwie auch als Katalysatoren für politisch motivierte Gewalt fungieren auf solchen Demonstrationen. Und auch hier muss man es meiner Meinung nach sehr genau beobachten, weil auf diesen Demonstrationen heißt es ja immer Frieden, Freiheit, keine Diktatur. Und während Personen diesen Spruch aussprechen, greifen sie zum Beispiel eingesetzte Polizeikräfte an, wie hier am 13. März dieses Jahres in Dresden bei einer Querdenken-Kundgebung wird eine Polizistin zu Boden getackelt und dann auf sie eingetreten. Also somit mit Frieden, Freiheit, keine Diktatur ist es da oftmals nicht so ganz weit her, sage ich mal. Wenn man sich anschaut, wie die Leute, wir haben uns jetzt angeguckt, wie die Leute im Internet agieren, welche Mythen da weiter verbreitet werden. Wenn wir uns jetzt das mal anschauen, wie das auf der Straße sich äußert, dann haben wir Querdenken, natürlich verschiedene Demonstrationen bundesweit und verschiedene Gruppierungen. Also Querdenken 711 zum Beispiel für Stuttgart, Querdenken 089 für München, Querdenken 911 für die Region Nürnberg. Das bezieht sich ja immer auf die Telefonvorwahl der jeweiligen Stadt. Ein führender Querdenker hat mal bei einer Demonstration gesagt, das Coronavirus sei ein Fake-Virus, erlogen von Fake-Wissenschaftlern. Die Regierung wolle keine Menschenleben schützen, sondern den Kommunismus einführen.
Ein anderer Redner, der bei solchen Querdenken-Demonstrationen aufgetreten ist, war früher bei Pegida und ist dort als Redner aufgetreten, hat dort vor einem multikulturellen Europa und vor einer Masseneinwanderung unter jüdischem Einfluss gewarnt. Das sind jetzt natürlich krasse Beispiele, die ich hier rausgegriffen habe. Ich habe auch selbst schon Leute erlebt auf solchen Demonstrationen, denen ich wirklich auch abnehme, dass sie wegen der Grundrechtseingriffe tatsächlich auch besorgt sind. Aber letztendlich haben wir schon einen Großteil auch von Rednern, die andere Inhalte dort äußern. Und wenn wir uns das mal in Nürnberg anschauen, hier Querdenken am oder aus dieser Gruppierung im Juli 2020, da hieß es bei der Demonstration, dass es eine Corona-App gibt, die wurde damals gerade eingeführt und dass diese von der Bundesregierung auf alle Handys jedes einzelnen Bürgers und Bürgerin in Deutschland installiert worden sei. Das ist natürlich Unsinn, das wissen wir alle. Aber das wurde da weiter verbreitet. Zudem wurde gesagt, dass das Grundgesetz mittlerweile außer Kraft gesetzt worden sei, dass die Regierung Werkzeuge des Kommunismus und der Diktatur nutzen wird, dass es bald die Zwangsimpfungen geben wird. Und Stand heute gibt es keine Zwangsimpfungen in Deutschland, wird es wahrscheinlich auch nicht geben, so zumindest die Bundesregierung. Und es wurde behauptet, dass Leute für die Wahrheit in Anführungszeichen ihre Karriere aufs Spiel setzen. Da wurde zum Beispiel dann angeführt Xavier Naidoo, der ja auch bekannt ist, auch durch Verschwörungsmythen bekannt geworden ist, die er weiter verbreitet hat. Oder Attila Hildmann, ein veganer Koch aus Berlin, der mittlerweile abgetaucht ist und in der Türkei lebt. Auch einer der bekanntesten rechtsextremen Verschwörungstheoretiker derzeit, der bei Telegram sehr viele Anhänger hat, der mal gesagt hat, jüdische Familien wollen die deutsche Rasse auslöschen. Also hier haben wir irgendwie eine Solidarisierung gehabt, einen Solidarisierungseffekt mit solchen Personen. Oder jetzt von Demonstrationen, die wir erlebt haben aus dem März 2021, Querdenken 911 in Nürnberg. Da heißt es zum Beispiel, hieß es auf der Demonstration, wir wurden von unserer eigenen Regierung gekidnappt. Man hat uns verkauft wie Meerschweinchen für einen experimentellen Impfstoff. Das ist ein angeblicher Bericht aus Israel gewesen, wo gesagt wurde, die israelische Regierung handelt wie eine terroristische Vereinigung, die Menschen zwingt mitzumachen bei der experimentellen Impfung. Es wurde behauptet, dass die israelische Regierung mit BioNTech/Pfizer schon ein Agreement, einen Vertrag hatte, lange bevor es das Coronavirus gegeben hat, was auch falsch ist. Es gibt dafür keinerlei Belege, dass BioNTech/Pfizer schon vor dem Ausbruch des Coronavirus an einem Corona- oder einem Anti-Corona-Impfstoff geforscht hat. Außerdem wurde gesagt, alles wegen dieser falschen Pandemie und wegen diesem falschen Virus gibt es jetzt genau diese Maßnahmen, die wir jetzt gerade alle erleben. Es wurde gesagt, die Regierung soll jetzt endlich verhaftet werden und abgesetzt werden. Zusammenfassend kann man sagen, bei solchen Demonstrationen, auch hier in Nürnberg, haben wir es zu tun mit Leuten, die das Coronavirus an sich leugnen. Wir haben es mit Fake News und Verschwörungstheorien zu tun und wir haben es aber auch mit einem antidemokratischen Vorgehen zu tun, mit einer Radikalisierung, wo es plötzlich heißt, die Politiker, die Bundesregierung muss jetzt endlich verhaftet und eingesperrt werden. Und erst kürzlich, vor wenigen Tagen, am 15. Mai, hatten wir auch eine Großdemonstration, zumindest war sie so angekündigt, hier von Querdenken in Nürnberg. 3.500 TeilnehmerInnen waren erlaubt für diese Demonstration. Die wurde im Vorfeld verboten, wurde dann Prozessen vor den Gerichten dann wieder erlaubt. 3.500 TeilnehmerInnen waren erlaubt. Letztendlich sind nur 1.200 Menschen gekommen. Es war also ein großer Flop, sage ich jetzt mal, bei dieser Demonstration. Wir sehen es ja auch hier im Bild. Relativ wenige Leute sind da gekommen. Und einer der wichtigsten oder führenden Corona- oder Querdenken-Redner, Anführer, hat dann auch auf der Bühne gesagt, wir sind zu wenige. Wir sind zu wenige und deswegen müssen wir uns jetzt andere Strategien überlegen, wie wir weiter vorgehen wollen. Und Querdenken Nürnberg hat danach eine Pressemitteilung herausgegeben, wo sie eben sagen, sie werden in naher Zukunft eben keine Demonstrationen mehr machen. Man solle sich vielmehr im Privaten darum kümmern, dass man die Leute aufklärt. Thema aber auch heute Rechtsextreme, die bei den ganzen Demonstrationen irgendwie dabei sind. Ich sage mal so, von
meiner Beobachtung bei diesen ganzen Demonstrationen, wir sehen es auch hier im Bild, haben wir einfach Leute, die an diesen Demonstrationen teilnehmen, die aus der rechtsextremen neonazistischen Szene stammen, wie zum Beispiel aus der MPD, MPD-Funktionärinnen habe ich gesehen, Leute, Aktivistinnen vom Dritten Weg einer Neonazi-Partei, aus dem Reichsbürger-Milieu, aus der Holocaust-Leugner-Szene, Leute, die ich früher noch von Pegida aufmärschen kenne, Pegida gibt es ja mittlerweile jetzt so in dem Ausmaß nicht mehr wie vor ein paar Jahren, und aber auch natürlich Funktionärinnen und Funktionäre der Alternative für Deutschland, AfD. Am Anfang hieß es ja immer, diese Proteste werden vereinnahmt durch die rechtsextreme Szene. Da habe ich immer so ein bisschen meine Probleme damit gehabt, denn zumindest hier für den nordbayerischen Raum oder teilweise auch für München war es so, dass rechte Akteure und teilweise auch Rechtsextreme von Anfang an bei diesen Protesten mit dabei waren. Menschen werden, und das ist, glaube ich, ganz deutlich geworden, bei solchen Protesten dann gegen die Wissenschaft, gegen die Demokratie, gegen Medien, gegen die Staatsgewalt aufgehetzt. Sachfremde Themen, wie zum Beispiel das Themenfeld Migration, werden oft mit der Corona-Krise verbunden. Wir hatten es ja ganz zu Beginn der Anfang Corona-Pandemie, dass asiatisch gelesene Leute dann plötzlich auch in der U-Bahn in den öffentlichen Nahverkehrsmitteln irgendwie ausgegrenzt, beleidigt oder teilweise auch körperlich attackiert wurden, gab es auch Fälle in Deutschland. Und was wir ein ganz großes oder was eine ganz große Thematik ist, es werden ganz viele Links zu rechtsextremen und rechten Plattformen in solchen Telegram-Chatgruppen weiterverbreitet. Und das wiederum führt natürlich zu einer Normalisierung von rechten Inhalten in dieser ganzen Szenerie. Mögliche Ziele von Rechtsextremen in der Corona-Pandemie, ganz klar diese Unzufriedenheit von einem Teil der Bevölkerung zu nutzen, respektive zu erzeugen. Es geht darum, die eigene Propaganda weiter zu verbreiten. Es ist teilweise so, dass auch Rechtsextreme ganz offen mit Schildern ihrer Neonazi-Partei bei solchen Demonstrationen teilnehmen, dort Flyer verteilen und Ähnliches. Sie versuchen natürlich dort auch Leute zu rekrutieren. Sie wollen natürlich eine gewisse Demokratiemüdigkeit, die sie gerade erleben, wollen sie natürlich nutzen. Sie wollen das Vertrauen in die etablierte Politik, in die etablierten Medien natürlich dadurch auch schädigen und sehen sich da auf einem großen Weg. Manche Rechtsextreme in der Bundesrepublik Deutschland bereiten die sich ja auch auf einen sogenannten Tag X vor, an einem Tag X, an dem die komplette Gesellschaft zusammenbricht, an dem sie quasi die Macht übernehmen. Und auch hier denken manche Neonazis oder Rechtsextreme, dass sie irgendwie durch diese ganze Szenerie, durch diese ganze Unruhe, die wir gerade haben, bei solchen Demos, dann irgendwie auch hinarbeiten können auf einen besagten Tag X. Aber auch nicht nur auf der Straße, sondern auch auf parlamentarischer Ebene können Rechte oder Rechtsextreme die Coronavirus-Pandemie nutzen. Sie können sich mit antiwissenschaftlichen, antietablierten Forderungen an die Spitze eines Protests stellen, indem sie sagen, wir greifen durch und wir gehen voran und es reicht, und können so natürlich, das liegt auf der Hand, wirtschaftlich Benachteiligte erreichen. Ganz wichtig ist es bei mir aber auch immer wieder zu sagen und darauf hinzuweisen, nicht jede und jeder, der bei solchen Demonstrationen dabei ist, ist automatisch Verschwörungstheoretiker, ist automatisch Rechte oder Ähnliches, sondern wir haben es da mit einem ganz heterogenen Spektrum zu tun, wo ganz viele Leute aus ganz unterschiedlichen Szenen oder auch Einstellungen herrühren. Ich finde es wahnsinnig wichtig, an den jetzigen Einschränkungen auch Kritik zu üben. Das ist, gehört zu einer Demokratie dazu. Es ist legitim, auch Kritik zu äußern, und das kann auch jeder in Deutschland machen. Kritik wird nur dann in meinen Augen illegitim, wenn sie eben rassistisch wird oder antisemitisch wird oder Menschen die Würde abspricht. Oft wird auch behauptet, wir haben ein Ende der Meinungsfreiheit. Das, glaube ich, kann man konsequent negieren, denn jeder kann und jede kann derzeit auf die Straße gehen, seine oder ihre Meinung äußern, ganz frei. Und das sehen wir ja an diesen ganzen Demonstrationen und Kundgebungen, die wir überall gerade erleben. Trotzdem muss man sich natürlich die Frage stellen, ist denn eine solche Demonstration der richtige Platz für eine legitime Kritik an den Grundgesetz, Eingriffen beziehungsweise an der Politik der Bundesregierung oder der Landesregierung? Das muss man sich natürlich fragen. Und wir sehen ja auch, ganz viele Parteien haben ja auch mit ihren Mitgliederinnen und Mitgliedern, mit ihren Mitgliedern da Probleme, die dann zum Beispiel auf solchen Demonstrationen auftauchen. Das war es jetzt von meiner Seite zu dem Thema Coronavirus, Verschwörungsmythen.
wie vernetzt sich die Szene. Ich bedanke mich schon jetzt ganz arg dafür, dass ihr durchgehalten habt bei diesem ja doch nicht ganz so einfachen Thema und freue mich jetzt auf eine konstruktive Diskussion und auf schöne Nachfragen. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Jonas. Ich glaube, wären wir nicht im Online-Raum, wäre dein Applaus größer. Ich kann gar nicht zu laut klatschen. Du darfst jetzt erstmal einen Schluck trinken und zu mir wieder auf die Bühne kommen. Ich kann es immer nicht oft genug sagen, wie wichtig ich deine Arbeit finde. Ich glaube, ich habe es eine Stunde mal in so einem Telegram-Channel ausgehalten und musste dann irgendwie wieder raus, weil ich mir dachte, nee, wenn man das irgendwie so liest, das war es dann schnell mit Friede, Freude, Yoga-Unterricht, wenn dann halt wirklich so diese menschenfeindlichen und vor allem sehr antisemitischen Parolen in den Online-Raum geplärt werden. Du hast schon über Querdenken gesprochen. Am Wochenende war ja am Samstag am Volksfestplatz in Nürnberg eben eine Demonstration. Es wurde ja von Ihnen sehr groß beworben. Es haben ja auch die prominentesten Sprecher, irgendwie Michael Ballweg war da, der Initiator auch, der sich ja wahrscheinlich auch genauso wie Bill Gates sehr am Querdenken und an Corona profitiert hat, muss man dazu ja auch mal sagen, mit seinem Online-Shop und allen Gadgets, die es da zu kaufen gibt. Dennoch waren ja nur 1200 Demonstrantinnen vor Ort, trotz der angemeldeten 3500. Also man hat sich mehr erwartet einfach, man hat sich mehr erhofft. Ist die Mobilisierungskraft jetzt so ein bisschen vorbei? War es das mit Querdenken 9/11? Ich finde es auch tatsächlich so ein bisschen gruselig, mir über neue Strategien Gedanken zu machen, besonders die auf eine Eigeninitiative pochen. Also wie schätzt du da die Lage so ein? Also letztendlich kann man schon sagen, Querdenken kann man natürlich nicht abschalten jetzt deswegen, beziehungsweise Querdenken auch in Nürnberg wird es natürlich auch weiterhin geben, aber jetzt hat die Bewegung das erste Mal gemerkt, okay, da gab es jetzt einfach einen Dämpfer. Du hast es erwähnt, wir hatten es vorhin auch auf den Bildern gesehen, das war natürlich ein absoluter Flop und letztendlich hat das ja natürlich auch dazu geführt, dass sie dann sagen, okay, wir werden jetzt erstmal auf dieses Mitteldemonstration verzichten, weil es einfach für sie dann auch merkbar war, okay, wir haben nicht mehr diese Mobilisierungskraft, wie wir sie davor hatten. Letztendlich wird sich das jetzt zeigen in den kommenden Wochen und Monaten auch, denke ich, es hängt immer wieder damit zusammen, wie die Regierung und wie auch die Wissenschaft jetzt das Weitergehen des Coronavirus bewertet, mit welchen Einschränkungen wir weiterhin leben müssen und mit welchen eben nicht. Und dann kann man, glaube ich, auch ablesen, wie sich auch in dieser Szene, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Aber ein sehr spannender Punkt, den du ja angesprochen hast, ist, was verstehen Sie denn darunter, jetzt eigeninitiativ zu werden? Ich meine, das ist ja sehr schwammig, sage ich jetzt mal formuliert. Gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Sie sagen natürlich, man soll jetzt im Privaten, in der Familie oder auch im beruflichen Umfeld dafür werben, für Querdenken beispielsweise. Aber es gibt natürlich auch Personen, wo ich sage, okay, da ist durchaus ein Radikalisierungstendenz vermerkbar, spürbar und da kann es tatsächlich sein, dass ich sage, okay, das könnte durchaus gefährlich werden für die Gesellschaft. Ja, ich glaube, rechter Terror ist ja gerade auch Number One Gefahr für unsere innere Sicherheit, eben der von rechts kommt. Wir hatten schon mal vor einigen Jahren eine Bewegung, die auch ziemlich schnell groß geworden ist. Das war Pegida, die sich 2014 um Lutz Bachmann gegründet hat, wo jetzt aber glücklicherweise nur noch wenige hundert TeilnehmerInnen montags demonstriert haben. Die hatten jetzt wieder einen kleinen Aufschwung, auch mit Corona, mit der Querdenkenbewegung. Sind die vergleichbar? Würdest du sagen, vielleicht ist der Spuk auch in einem halben Jahr wieder vorbei, wenn alle Maßnahmen, wenn wir wieder back to reality sind? Also ich sag mal so, von der Mobilisierung kann man da auf jeden Fall durchaus Parallelen ziehen. Also wir haben das plötzlich, gibt es eine Bewegung, ich hoffe, das ist auch anhand der Bilder klar geworden. Wir haben am Anfang eine relativ kleine, überschaubare Gruppierung und plötzlich explodieren diese TeilnehmerInnenzahlen bei Demonstrationen oder auch allein in diesen Chatgruppen. Da ist auf jeden Fall ein Vergleich auch angemessen, sage ich mal. Und ich habe es ja auch erwähnt, bei diesen Demonstrationen gibt es ja teilweise auch so Sprechchöre, die ich aber explizit von Pegida kenne. Wir sind das Volk, Volksverräter, Merkel muss weg und sowas. Vor allem in dieser Abfolge, das war ich eigentlich eher von Pegida gewohnt und auch Ministerpräsident Markus Söder hat ja relativ schnell und richtigerweise in meinen Augen auch vor einer Corona-Pegida gewarnt, weil dieses Bild, was sich da manifestiert hatte, das hatte ich eben auch im Kopf. Man muss das jetzt, wie gesagt, einfach abwarten. Ich glaube,
Es wird Querdenken bzw. die ganze Szenerie in den kommenden Jahren wahrscheinlich auch nicht mehr so geben. Aber wir sehen es ja auch schon jetzt. Ich meine, es wird jetzt ein neues Narrativ der Verschwörungen weitergebildet. Und zwar, wie geht denn die Szene weiter vor, wenn das Coronavirus besiegt ist, sage ich mal, wenn die Menschen geimpft sind, wenn es eine Herdenimmunität geben sollte. Und da wird, du hast es eingangs auch schon erwähnt, ein Great Reset vorbereitet. Das heißt, jetzt geht es gerade darum, dass ein Narrativ verbreitet wird, das besagt, dass nach dieser ganzen Coronavirus-Pandemie die komplette Weltwirtschaft nochmal neu aufgestülpt wird, nochmal neu umgestaltet wird und so weiter. Und das von Anfang an das Ziel war von diesen dunklen Mächten, die dieses Coronavirus dann auch initiiert haben. Also ich denke, wir werden weiterhin auch mit Verschwörungsmythen und Verschwörungstheorien zu tun haben. Ob es dann in so einem großen Ausmaß ist mit mehreren tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei Demonstrationen, das vermag ich noch nicht so beurteilen. Aber ich denke, ich sage mal so, die Tendenz wird schon eher dazu gehen, dass sich das Ganze auch so ein bisschen wieder nach unten fährt. Ja. Ja, die Gefahr geht ja, also es reicht ja oft eine einzelne Person, wie wir in Hanau, Halle, Christchurch gesehen haben, um irgendwie möglichst viel Unheil zu stiften. Ich schaue mal kurz in den Chat, es kam eine Frage rein, ob du eine Einschätzung hast, woher die Leute kommen, also sind das bayernweit, ob die aus Nürnberg kommen oder der Region? Also für Demonstrationen in Nürnberg kann man das schon sagen, dass es da echt einen festen Kern gibt von Personen, die immer wieder da sind. Das sind, schätze ich jetzt mal, schon immer so 50 bis 80 Leute, wo ich sage, okay, die kenne ich vom Gesicht her auf jeden Fall, die sind immer da. Da gibt es einen festen Kern, aber wir haben es jetzt ja auch erst gesehen bei der Demonstration vor wenigen Tagen. Natürlich kommen die Leute von überall her angefahren. Und es ist ja auch so, dass zum Beispiel, wenn man die großen Demonstrationen hatte in Berlin, auch da sind ganz viele Leute aus Bayern angereist, auch aus Nürnberg oder München. Also die Demonstrationsszenerie ist schon so aufgedröselt, dass die Leute schon immer wieder zu den Demonstrationen fahren und nicht nur aus der jeweiligen Stadt kommen. Das haben wir zum Beispiel in Berlin gesehen, da waren ja etliche aus anderen Städten auch vor Ort. Und das ist aber auch vollkommen normal. Also es war ja bei Pegida zum Beispiel auch nie anders. Bei Pegida sind auch aus Bayern immer wieder Leute nach Dresden gefahren zu dieser Hauptkundgebung. Also das ist nichts Außergewöhnliches, sag ich mal. Ja, da waren ja auch ganze Busunternehmen gechartert, um wirklich die Teilnehmenden aus den kleinsten Ortschaften wirklich alle gesammelt auf die Querdenken-Demonstrationen irgendwie zu bringen. Gibt es auch eine Einschätzung, zweite Frage aus dem Chat, von dir hinsichtlich einer Polizeitaktik in Bezug auf diese Demonstrationen? Also vielleicht zum kommende Woche jetzt oder kommendes Wochenende ist ja für Berlin jetzt auch, die wurden ja verboten, die Demonstrationen auch von der Polizei. Wahrscheinlich wird da jetzt auch nochmal irgendwie, wird es ein bisschen chaotischer werden, könnte ich mir vorstellen. Es sind ja trotzdem Großdemos angeplant, aber genauso allgemeine Einschätzung, wie sich die Polizei hinsichtlich solcher Demonstrationen aufstellen wird. Ich sag mal so, das ist ein Thema, was man durchaus kontrovers diskutieren kann. Wir haben es ja in der Vergangenheit schon oft so gehabt, man wird mit Bußgeldern belegt, wenn man nachts nach 22 Uhr, vor allem für hier den Großraum, ist es ja schon seit Monaten so, dass wir eine Ausgangssperre haben. Da wird man mit Bußgeldern belegt, wenn man nach 22 Uhr auf der Straße ist oder wenn man sich in einer Gruppe aufhält, mit mehreren Personen als erlaubt. Und das hat natürlich für viel, viel Kritik gesorgt, denn wir hatten Demonstrationen von Querdenken wie in der Vergangenheit oder auch in Nürnberg Demonstrationen aus diesem Milieu. Da haben die Leute, waren ohne Abstand, ohne Maske in der Innenstadt, konnten Bolognese tanzen in München auch vom Marienplatz und sowas. Und das ist natürlich schwer vermittelbar für die Politik, sage ich mal. Wenn man sagt, alle Bürgerinnen und Bürger müssen sich an die Maßnahmen halten und werden mit Ordnungsstrafen belegt. Und bei Querdenkdemonstrationen kann man machen, was man will, so ungefähr. Und dieses Bild hat sich ja durchaus irgendwie über einen bestimmten Zeitraum, wurde das ja auch vermittelt, sage ich mal. Und wir haben das ja auch in der Berichterstattung immer wieder auch aufgegriffen. Letztendlich, glaube ich, ist es so, dass die Politik irgendwann auch angefangen hat zu sagen, die Innenministerien der einzelnen Länder gesagt haben, okay, so geht das jetzt nicht mehr, da muss jetzt konsequent durchgegriffen werden. Weil am Anfang hatte man schon so ein bisschen den Eindruck, okay, die Innenministerien der einzelnen Länder schauen sich das mal so ein bisschen an und wollten da auch keine Bilder haben, wo es zu eskalierender Gewalt kommt. Denn wenn man gesehen hat, diese Anhängerinnen und Anhänger der Bewegung,
haben ja teilweise ganz, ganz massiv und provokant Maske runtergezogen, sich umarmt und so weiter, das vor eingesetzten Polizeikräften. Das wurde alles geduldet und irgendwann wurde dann aber gesagt, offensichtlich, okay, jetzt reicht es so, können wir das jetzt nicht mehr durchgehen lassen. Aber auch da werden wir sehen, wie sich das in den nächsten, in den kommenden Monaten dann auch zeigt, wie die Polizei da auch dagegen vorgeht. Man muss natürlich auch immer sagen, die Polizei gibt eine Einsatzleitung, die das Ganze auch so und so durchsetzt. Aber bei Demonstrationen, vor allem in dieser Größenordnung, da sind natürlich auch immer die Innenministerien beteiligt. Also wenn Kritik da geübt wird, dann glaube ich, kann man die auch immer wieder auch an die höchste Stelle geben. Ja, ist natürlich schwierig, wenn man sie natürlich sofort verboten hätte, hätte das ihnen natürlich auch wieder einen Grund gegeben, wirklich damit zu argumentieren, aber hier Freiheit und Grundgesetz und wir dürfen nicht mal demonstrieren, weil ich glaube, der einzige demokratische Moment an ihnen ist ja das Recht, dass sie einnehmen, wirklich auf die Straße zu gehen und zu protestieren. Sonst sehe ich da wenig demokratische Parolen, die sie irgendwie verbreiten. Zum Thema oberste Stellen, die Teile der Querdenkenbewegung werden jetzt auch vom Verfassungsschutz beobachtet. Das heißt, es können V-Leute angeworben werden, man kann sie mit nachrichtendienstlichen Mitteln überwachen, eine Kommunikation kann überwacht werden von den relevanten Akteuren. Es wurde aber, man tat sich sehr schwer, Querdenken einzuordnen. Also man hat ja jetzt diesen neuen Phänomenenbereich geschaffen, der sich nennt verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Wie schätzt du das ein? Wäre es eigentlich nicht ein bisschen klarer einordnenbar gewesen? Also verschränkt man hier wieder so ein bisschen oder verschließt man so ein bisschen die Augen vor der rechtsextremen Gewalt, die ja doch irgendwie damit einhergeht? Ich tue mir immer schwer, da eine Querfront tatsächlich reinzulesen in diese Bewegung. Um da gleich anzusetzen, eine Querfront ist es nicht und war es auch nie. Es war nie eine Querfront, auch wenn das teilweise von Medien auch von Leitmedien so herbei fantasiert wurde in meinen Augen, wo es dann zum Beispiel hieß, eine große Tageszeitung hat mal geschrieben, Autonome und Neonazis gemeinsam gegen den Staat, wo ich von Anfang an gesagt habe, das stimmt nicht. Habe dann auch mit dem Autor gesprochen, der konnte das auch dann nicht belegen. Die Zeitung hat dann zumindest auch online ihren Teaser ausgebessert, weil das einfach nicht der Wahrheit entsprochen hat. Also eine Querfront in dieser Geschichte hat es da nie gegeben. Aber tatsächlich war es einfach schwierig und auch die Verfassungsschutzbehörden haben sich da tatsächlich sehr schwer getan, diese Gruppierung greifbar zu machen. Ich glaube, wir haben es auch jetzt im Vortrag gesehen, es ist ja keine rechtsextreme Gruppierung und es sind auch nicht alle Personen, die sich da versammeln, rechtsextrem. Und das ist der große Punkt und auch in Nürnberg haben wir immer wieder Leute, die sagen, wir haben mit Neonazis nichts zu tun, wir wollen Frieden, Freiheit, Demokratie, kommen aber im nächsten Satz gleich damit, die Bundesregierung muss jetzt verhaftet werden, wir brauchen jetzt anständige Juristen oder Juristinnen, die da anfangen, jetzt dagegen vorzugehen und dann merkt man eben, wie antidemokratisch da auch teilweise gedacht wird. Von dem her kann ich das schon durchaus nachvollziehen, dass die Sicherheitsbehörden sich damit auch ein bisschen schwer getan haben. Und ich kann es auch mal sagen, zum Anfang dieser Demonstrationen kam ein Polizeiführer zu mir her, wir kennen uns schon länger, und er hat mich dann gefragt, Herr Miller, was sind das für Leute? Wieso sind Sie hier? Können Sie das einschätzen? Und ich habe gesagt, naja, ich meine, wir sehen ja hier Personen aus Pegida im Spektrum. Und hat er gesagt, ja, die kennt er ja auch. Und so, aber was sind jetzt sind hier Hippies quasi mit auf ihrer Yogamatte mit einer Querdenkerbommel, mit so einer Alubommel? Und das ist die große Problematik gewesen, dass wir es hier einfach mit einer sehr heterogenen Struktur und Szene zu tun haben, die aber deutlich auch von Rechtsextremen beeinflusst wird, sage ich jetzt mal, rechtsextreme Ideologie. Das müssen nicht immer knallharte Neonazis sein, die da ganz offen auftreten. Aber es gibt eine gewisse Toleranz, die da spürbar ist. Und ein Redner zum Beispiel hat in Nürnberg bei einer großen Demonstration gesagt, schaut mal her, sogar die Neonazis sind auf unserer Seite. Wir machen doch alles richtig. Und da hat man dann gesehen, okay, wie rechtsoffen ist denn diese Bewegung eigentlich. Die sich ja auch wirklich nie klar davon distanziert hat. Also so, es mag natürlich sehr viele, wie du schon sagst, es muss nicht jeder irgendwie rechtsextremen Ideologien anhängen, sondern natürlich versteht man jede Angst, die irgendwie damit einherging. Also jeder, der irgendwie arbeitslos wurde durch die Krise, jeder, der wahrscheinlich in seiner Zwei-Zimmer-Wohnung vielleicht mit Kind und Mann sitzt, wo die Decke irgendwann auf den Kopf fällt. Aber es gab ja nie wirklich eine klare Distanz zu diesen Gruppierungen oder eine eigene Bewegung, die sich daraus
Nee, die gab es nicht. Und vor allem ist ja auch ganz interessant, was wir jetzt hier im Vortrag nicht angesprochen haben, aber was auch ganz wichtig ist, ist das Thema Reichsbürgerverbindungen. Mhm. Und es gab ja von alleroberster Querdenken-Führungsriege quasi, gibt es ja Kontakte zu den Reichsbürgern. Es gab ja da auch inoffizielle oder sagen wir konspirativ geplante Treffen von Querdenken-Führungskadern mit der Reichsbürgerszene. Das ist total interessant, wie das dann irgendwie zustande kommt. Oder ich meine, es haben sich auch führende Querdenkerinnen haben sich ja auch im Internet auf ihrer Facebook-Seite zum Beispiel ganz klar rechtsextrem geäußert, antisemitisch geäußert. Und da sage ich, da ist es natürlich nicht verwunderlich, auch wenn jetzt die Querdenken-Führungsriege keine klassischen Neonazis sind. Also ganz klar, die kommen ja eher aus einem sehr bürgerlichen, aus einer sehr bürgerlichen Mitte, sage ich jetzt mal, der Gesellschaft. Aber da sehen wir ja auch, wie weit sind denn antidemokratische Tendenzen auch in der Mitte der Gesellschaft verankert. Ja. Natürlich total. Also das ist ja kein Wunder. Ja, rechts ist da, wo die Mitte ist, hat irgendwie der Politologe Kurt Lenk mal gesagt, würdest du dem zustimmen? Also hat sich das immer weiter mehr verschoben? Sind wir da irgendwie auch zivilgesellschaftlich? Hätten wir mehr aufstehen müssen, damit klare Position irgendwie bezogen wird? Ich denke, wir können ganz klar sagen, dass wir eine Polarisierung auch erleben jetzt gerade und wir sehen ja auch an Zustimmungswerten für verschiedene rechte Positionen innerhalb auch der parlamentarischen Demokratie, wie weit auch rechte Thesen in der Mitte der Gesellschaft verankert sind. Und natürlich sind rechte Thesen, Antisemitismus, Rassismus gehört natürlich auch zur Mitte der Gesellschaft. Leider, es ist so. Wir haben auch mit Antisemitismus auch in der Mitte der Gesellschaft zu tun, mit Rassismus, aber auch mit solchen antidemokratischen Forderungen. Das ist jetzt, glaube ich, auch durch die Corona-Krise sehr, sehr, sehr deutlich geworden, ja. Ja, ja, das Sentiments und Vorurteile, ich glaube, es ist leider auch ja was Urmenschliches. Man macht sich die Welt damit auch so ein bisschen einfacher. Es wird aber halt auch immer gefährlicher oder es wird so, ich habe schon bemerkt, so es kommt da so ein Unwohlsein einfach mit rein, wenn man eben offen mit Rechtsextremen demonstriert, wenn man irgendwelche Judensterne mit ungeimpft sieht, was dann mit einem ironischen Augenzwinkern irgendwie Schilder mit Arbeit macht frei herumgetragen wird. Das ist auch immer sowas, was ich nicht so ganz verstehe. Diese Widersprüche, sich, also du hast Anne Frank genannt schon vorher, die wird immer sehr instrumentalisiert. Man hatte diesen Neonazi Sven Liebig, der mit ihren Tagebüchern demonstriert hat. Man hat ja jetzt immer wieder die Weiße Rose, also die Widerstandsbewegung gegen den Faschismus, die auch hergenommen wird. Da wird sich eine Jana aus Kassel auf die Bühne gestellt und ich fühle mich wie Sophie Scholl. Es wird irgendwie ein entfernter Verwandter oder ein Neffe von Sophie Scholl irgendwo herausgezogen, der dann auch nochmal auf eine Bühne gestellt wird. Ist das komplett unreflektiert oder steckt da irgendwie auch so ein Kalkül dahinter, so eine Art Geschichtsrevision zu betreiben? Ich glaube, das ist, kann man mehrgleisig sehen, weil auf der einen Seite ist es natürlich, ich habe es ja schon gesagt, es ist eine Verharmlosung auch des NS-Staats, es ist eine absolute Verhöhnung der NS-Opfer und des Holocaust. Und teilweise sieht man aber auch da die Leute, die sowas ja dann offensiv tragen mit ungeimpft gelben Sternen und so weiter, die wollen natürlich provozieren, das ist, glaube ich, ganz klar. Aber es gibt ja auch wirklich Leute, die denken wirklich, dass sie jetzt gerade die Verfolgte des Regimes sind, die sich ja wirklich auf eine Ebene mit verfolgten Jüdinnen und Juden im historischen Nationalsozialismus stellen. Und das ist natürlich extrem gefährlich. Das trägt irgendwie dazu bei, dass der Nationalsozialismus mit allen seinen Gräueltaten ja einfach absolut marginalisiert wird, auch durch solche Thesen oder durch solche Äußerungen. Und das haben wir ganz massiv und ich glaube auch bei vielen Leuten hängt das aber auch einfach mit einer gewissen Provokation zusammen. Zum Beispiel, wenn Neonazis, die ganz klassisch aus einer neonazistischen Kameradschaft stammen, dann plötzlich mit gelben Sternen rumlaufen, dann ist das natürlich, ich meine, mehr Provokation kann man nicht quasi an den Tag legen. Oder eben dieses Impfen macht frei Maske, was ja auch in Nürnberg getragen wurde und so weiter. Ja, mit so dem Sternchen Satire ja dann. Genau, unten drin, so. Aber ich meine, natürlich, das ist so der neueste Clou, man schreibt halt Satire überall drauf und denkt dann, okay, damit ist man vor jeglicher Strafverfolgung geschützt. Dem ist natürlich nicht so, zum Glück. Ja, glücklicherweise. In Sachsen hat sich jetzt diese Partei Die Basis gegründet. Da ist schon der Schulterschluss zwischen Neonazis oder Offenrechten und der Querdenkenbewegung gut gelungen. Denkst du, sowas passiert auch in Bayern? Also ich meine, wir haben Die Basis als Partei
aus dieser Szene entstanden, in dieser Szene ja mittlerweile ja auch in mehreren Bundesländern. Ich sage mal so, das muss man sich immer genau angucken, welche Akteurinnen und Akteure da beteiligt sind. Das kann man jetzt nicht pauschal für die komplette Partei sagen, sage ich jetzt mal, oder diese Gruppierung. Aber das muss man sich auch wieder beobachten. Aber letztendlich muss man auch sagen, es gab schon auch in der Corona-Krise ganz viele Versuche aus verschiedenen Spektren dieser sehr heterogenen Szene, da irgendwie auch parteipolitisches Kapital draus zu schlagen. Bislang ist das noch nicht geglückt. Ob es mit der Partei die Basis glückt, das wage ich jetzt auch mal zu bezweifeln, sage ich mal. Und man hat es ja auch gesehen, dass Querdenken-Akteure ja auch an Wahlen teilgenommen haben, ja Oberbürgermeister zum Beispiel werden wollten und dann aber mit einem sehr schlechten Wahlergebnis abgeschnitten haben. Und das ist eben auch ein großer Punkt. Man hat medial viel mit den Leuten zu tun, auch wir beschäftigen uns ja heute mit diesem Thema, aber letztendlich ist es ja offensichtlich noch eine Minderheit und das werden wir jetzt dann auch bei den Bundestagswahlen höchstwahrscheinlich sehen, dass auch wenn es die Parteien dann gibt, aus dieser Szene, dass die wahrscheinlich, das ist meine Vermutung, schon sehr marginal auch abschneiden werden. Ich finde, man schaut immer so oft, wenn es um das Thema geht, so auf den Osten Deutschlands. Also man schaut immer so nach Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, auch Niedersachsen, wo ja auch jetzt mittlerweile Dorfgemeinschaften gezielt oder schon seit Jahren einfach unterwandert werden von Rechtsextremisten. Man selber fühlt sich ja hier so in einer größeren Stadt wie Fürth oder auch Nürnberg so immer relativ sicher. Ich bemerke aber schon, selbst wenn ich jetzt irgendwie ins Heimatdorf zurückfahre und das ist gar nicht mal so weit weg, da sehe ich dann die ersten Autonummern mit 88, was ja dann haha, also ein Gruß aus der Nazi-Zeit kommt. Siehst du das Problem auch hier? Also siehst du auch Rechtsextreme, die sich gezielt im Landkreis irgendwie versuchen, Stimmung zu machen, sich dort zu vernetzen und da irgendwie die Regionalpolitik bestimmen zu wollen? Also ich sage mal so, jetzt hier für den Großraum Nürnberg oder Nordbayern kann man natürlich sagen, dass es auch Vernetzungsversuche gibt von Rechtsextremen auf in den Landkreisen, sage ich mal, jetzt im nicht so dicht besiedelten Gebieten. Aber wenn wir was beobachten, dann ist es das, dass die rechtsextreme Szene, vor allem die organisierte neonazistische Szene, mittlerweile schon versucht abzuwandern in Städte oder in größere Städte, wo sie tatsächlich auch irgendwie was politisch reißen können. Zum Beispiel haben wir das gerade, dass auch führende Kader der Neonazi-Partei der Dritte Weg zum Beispiel jetzt versuchen, im Vogtlandkreis Fuß zu fassen, in Plauen Fuß zu fassen und es tatsächlich dort auch gelingt. Dort haben sie dann ein Stadtteilbüro, ein Bürgerbüro, dort bieten sie kostenlosen Unterricht an, Nachhilfeunterricht, Kleiderspende und so weiter und so fort. Also da sieht man schon, wo sie halt hingehen ist, wo sie politisches Kapital vermuten, sage ich jetzt mal, in Form von Zustimmung. Dort versuchen sie sich dann auch zu sammeln. Und ein Neonazi-Aussteiger hat mal zu mir gesagt, hier in der Region Nürnberg, Fürth oder auch in München, da kann man politisch keinen Blumentopf gewinnen. Da hat man, sobald man irgendwo auftritt, hat man große Demonstrationen dagegen. Man hat eine sehr starke, sehr klar positionierende Zivilgesellschaft. Da kommt man meistens nicht weiter. Natürlich, wie gesagt, um auf die Frage nochmal einzugehen, es gibt die Versuche, auch in ländlicheren Regionen natürlich an politischen Einfluss zu gewinnen, aber letztendlich hält sich das gerade echt im Rahmen und sehr überschaubar. Das ist immer sehr beruhigend. Wenn ich mir das trotzdem immer so anhöre, kommt natürlich immer so ein bisschen der Wunsch mehr, Position zu beziehen, sich mehr dafür zu engagieren. Ich denke, vielleicht geht es vielen auch im Chat so. Was würdest du, wo kann man sich gegen Rechtsextremismus engagieren und worauf würdest du jetzt, nachdem du ja schon jetzt eine lange Geschichte damit hast und auch um die Gefahren weißt, du wurdest ja auch leider schon mehrmals bedroht, was würdest du vielleicht von Anfang an raten, auf was man so ein bisschen zu achten hat, gerade auch was dieses Thema Hass im Netz angeht? Also das Wichtigste ist, wenn man sich gegen Rechtsextremismus engagieren will und die Frage, wo kann man das machen? Ich finde, man kann das überall machen im Alltag und es gehört immer dazu, dass man einfach den Mund aufmacht gegen Rassismus, Antisemitismus, Diskriminierungsformen, da sich auch immer klare Kante bekämmt gegen antidemokratische Tendenzen, die wir ja auch in der Bevölkerung jetzt gerade verspüren, dieser Hass auf Politiker, Kommunalpolitiker zum Beispiel, dass man sich da klar immer dagegen stellt und da auch klare Positionen bezieht. Deswegen finde ich, gegen rechts, gegen antidemokratische Tendenzen kann man überall vorgehen. Natürlich gibt es ganz viele lokale Bündnisse gegen rechts zum Beispiel, wo man sich natürlich engagieren könnte. Ich meine, es bleibt jedem oder jeder selbst überlassen, wo man sich dann da hinwenden möchte. Letztendlich ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man immer dagegen
was unternimmt, immer wach ist, immer klar sich auch positionieren kann. Und du hast das angesprochen, Thema Bedrohungen. Natürlich versuchen vor allem Rechtsextreme, aber jetzt auch aus dieser Bewegung, die wir der Corona-LeugnerInnen, wird versucht, bestimmte Politikerinnen, Journalistinnen, Zivilgesellschaft einzuschüchtern durch zum Beispiel irgendwelche Drohgebärden, durch Drohanrufe und so weiter und so fort, durch das immer wieder das Name-Dropping, also das immer wieder Wiederholende von Namen und so weiter zu zeigen, wir kennen dich, wir wissen, wer du bist. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich einfach konsequent nicht einschüchtern lässt, dass man einfach immer wieder sich auch im Freundes- und Bekanntenkreis einfach darüber austauscht und einfach auch ja eine Solidarisierung auch mit Betroffenen weitergibt und beziehungsweise dann auch mit den Leuten zu tun hat, die von solch einer Bedrohung betroffen sind, um denen auch das Gespür zu geben, ihr seid nicht alleine und wir sind halt eine große Mehrheit, die sich ganz klar dagegen stellt. Und auch wenn es immer wieder, das ist ja das Ziel von Neonazis, sich einzelne Personen herauszupicken und die dann zu drangsalieren, und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, immer eine große Solidarität zu zeigen, damit solche Einschüchterungsversuche eben verpuffen im Nichts. Ja. Der Kabinettsausschuss, es gab den Kabinettsausschuss für Rechtsextremismus, der gegründet wurde, auch im Zuge von Hanau und dem Mord an Walter Lübcke. Da kam jetzt der Bericht raus, es soll jetzt auch einen Rassismusbeauftragten ab 2022 geben und viel mehr Gelder auch eben in solche Initiativen fließen. Ist das der erste Schritt? Geht das schon weit genug? Was ist da noch zu erwarten? Wie müsste man da noch stärker dagegen vorgehen? Also das war ja auch schon das Problem mit einer Polizei, wie Rechtsextremismus ja eben auch in so staatlichen Strukturen auch einfach immer noch drinsteckt. Also ich finde, das Wichtigste ist erstmal, dass Rechtsextremismus, dass Ausgrenzungsmechanismen, dass Diskriminierungserscheinungen wie eben Rassismus, Antisemitismus, Islamophobie, dass das immer ganz klar benannt wird und auch als Problem wahrgenommen wird. Und das ist ganz wichtig, dass man das eben nicht verharmlost. Von dem her, sage ich mal, sind alle Formen und alle öffentlichen Stellungnahmen, die es dazu gibt, extrem wichtig. Und wenn es dann auch einen solchen Beauftragten gibt, dann ist das natürlich erstmal ein Schritt in die richtige Richtung, sage ich mal. Ganz wichtig ist natürlich auch, dass man Projekte unterstützt, lokale Projekte, lokale Initiativen, zivilgesellschaftliche Initiativen, die sich gegen solche Ausgrenzungsmechanismen wehren, dass die natürlich auch vom Bund finanziell gefördert werden. Da haben wir immer wieder das Problem und die Kritik daran, dass da die Gelder zum Beispiel zurückgefahren werden oder eingefroren werden sollen oder so, hatten wir in der jüngeren Vergangenheit. Und da, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man da immer die Augen offen hält und auch demokratiefördernde Projekte natürlich dann auch finanziell ausstattet. Und vor allem, und das ist ganz wichtig, solche Projekte natürlich auch zu fördern, in denen Städten, in den Landstrichen, in den Landkreisen, wo versucht wird, eben durch solche antidemokratischen Tendenzen und Strukturen irgendwie versucht wird, eine Zivilgesellschaft klein zu halten, beziehungsweise wo versucht wird, eine No-Go-Area oder sowas zu errichten, das ist ganz klar. Ich mache hier auch nochmal eine kurze Anmerkung, obwohl ich dich sehr gerne Fragen stelle, auch nochmal der Aufruf ans Publikum. Also ihr dürft gerne auch weiter Fragen stellen und Fragen in den Chat hineinstellen. Du bist ja nicht nur Experte, was das Thema rechtsextreme Szene hier in Bayern angeht, sondern arbeitest ja auch als Journalist, bist deswegen natürlich auch sehr oft mit dem Begriff der Lügenpresse konfrontiert. Die Medienlandschaft hat sich ja sehr massiv verändert, die letzten zwei Jahrzehnte, würde ich sagen. Also so, wir haben irgendwie so viel Medien wie noch nie, so viel Information wie noch nie, was sich im Netz irgendwie findet. Auf der anderen Seite wird immer wieder diese Fake News, es wird immer wieder Lügenpresse, immer wieder die Gleichschaltung der Medien irgendwie skandalisiert. Was kommen da noch für Herausforderungen auf dich zu, auf die, also gerade du als Mitarbeiter eines öffentlich-rechtlichen Betriebes, die ja dann auch immer massiv wieder gerade von unter anderem der Querdenkenbewegung angegriffen werden? Ja, da bin ich vollkommen bei dir. Die Medienlandschaft hat sich massiv verändert. Es gibt nicht nur mal die linearen Medien, wo in eine Richtung quasi kommuniziert wird, sondern jeder kann einen eigenen Blog erstellen, einen Telegram-Channel, wo dann teilweise Hunderttausende sich anmelden oder abonnieren können. Man kann also sehr schnell, jeder kann sehr schnell Informationen weiter verbreiten und auch an der politischen Willensbildung auch teilnehmen. Und das ist ja erstmal was Gutes. Das gehört ja auch zur Demokratie dazu, finde ich, dass jeder das Recht hat und auch die Möglichkeit hat, seine Meinung quasi auch zu verbreiten. Das große Problem ist halt, sage ich mal,
dass wir eben mit Channels zu tun haben, vor allem bei Telegram, die Hunderttausende erreichen, wo Fake News verbreitet werden, antisemitische Ressentiments geschürt werden, vor allem jetzt gerade, wo rechtsextremes Gedankengut weiterverbreitet und somit auch normalisiert wird. Das ist, halte ich für eine sehr, sehr große Gefahr, und da bin ich auch der Meinung, da kann man auch konsequent dagegen vorgehen, zum Beispiel indem man sagt, liebe Betreiber von solchen sozialen Medien, ihr seid da in der Verantwortung, auch gegen solche Inhalte vorzugehen. Ich meine, verschiedene soziale Medien machen das ja mittlerweile auch. Und hier finde ich es aber ganz wichtig, dass versucht wird, auch schon von früh an in den Schulen, in den Bildungseinrichtungen, die Kinder und Jugendliche zu sensibilisieren für den Umgang mit Medien. Denn das sehen wir jetzt ja gerade bei der Problematik der Fake News, dass viel einfach geglaubt wird. Und diese Medienkompetenz, die muss eben gestärkt werden. Und da setzen sich ja auch verschiedene Journalistinnen und Journalistenverbände, wie eben der Bayerische Journalistenverband, dafür ein, dass das Thema Medienkompetenz noch höher auf der Agenda steht, zum Beispiel auch in der Schule, damit wir einfach jetzt die Kinder und Jugendlichen, die jetzt gerade heranwachsen sind, gleich sensibilisieren können mit, wenn ihr das Handy anmacht und ihr kriegt irgendwelche Nachrichten bei WhatsApp oder whatever weitergeleitet, es kann auch völliger Quatsch sein. Nicht jeder, der euch was weiterschickt, das heißt, dass das dann richtig ist. Und auch wenn es eine Internetseite ist, die relativ professionell daherkommt, muss es nicht sein, dass die Informationen, die darauf zu finden sind, dann auch automatisch richtig sind. Und diese Medienkompetenz, ich glaube, die muss massiv gestärkt werden. Und das gehört zur Demokratiebildung natürlich auch dazu. Und ich glaube, hier müssen wir auch ansetzen. Wärst du dafür, also so sich Journalist zu benennen, ist ja erstmal komplett möglich. Also Journalist oder Journalistin zu sein, ist ja kein geschützter Begriff. Natürlich, wenn man jetzt zu den Öffentlich-Rechtlichen, wenn man zu großen Medienhäusern geht, dann durchläuft man in den allermeisten Fällen ein Studium vorab oder eben ein Volontariat, also nochmal eine journalistische Ausbildung, indem man eben ja genau diese Medienkompetenz auch lernt. Irgendwie lernt, wie man Recherche betreibt, wie man Informationen auswählt. Jetzt gibt es ja diese sogenannten Medienaktivisten, die sich natürlich gerade bei Querdenken wiederfinden, die sich sehr oft, woher auch immer, Presseausweise holen. Wie ist da so deine Meinung dazu? Müsste es da einfach so eine, wie man eben auch ein Rechtsanwalt oder ein Arzt einfach nicht einfach so werden kann, auch für den Journalisten mehr Schutz geben oder die Journalistin? Also ich sage mal so, prinzipiell, dass der Beruf des Journalisten oder der Journalistin nicht geschützt ist, das muss weiterhin so bleiben, weil dann kommen wir nämlich ganz in gefährliches Fahrwasser, wenn wir sagen, es darf nur Journalistinnen und Journalisten geben, die ausgesucht sind quasi, dann haben wir ein großes Problem, und dann sage ich auch, das ist mit einer demokratischen Gesellschaft nicht vereinbar, ganz explizit. Das Problem, was du angesprochen hast, ja, ich meine, jeder Mensch kann sich mittlerweile einen Presseausweis im Internet bestellen, kostet 100 €, dann ist der übermorgen da. Man muss keine journalistische Arbeit leisten, um sich so einen Presseausweis zu besorgen. Und man kommt damit eigentlich auch immer relativ gut durch sämtliche Polizeiabsperrungen bei Demonstrationen, auf Messen und so weiter. Das ist ein sehr großes Problem. Und deswegen haben sich ja auch die Journalistinnenverbände deutschlandweit zusammengeschlossen und geben einen sogenannten bundeseinheitlichen Presseausweis heraus. Da steht dann hinten, ist dann die Unterschrift der Innenministerkonferenz drauf, und so kann man sich als hauptberuflicher Journalist oder Journalistin dann auch legitimieren. Letztendlich kriegen diesen Ausweis nur Personen, die ganz klar nachweisen können, dass sie auch hauptberuflich als Journalistin oder Journalist arbeiten. Das Problem ist, dass auch diese Ausweise, man kann sich das anschauen, bundeseinheitlicher Presseausweis bei Google beispielsweise, die werden halt auch einfach nachgebaut. So nachgebaut, das heißt, man kann sich im Internet ähnlich aussehende Ausweise besorgen. Und da ist es aber auch eine große Verantwortung, finde ich, auch zum Beispiel der Sicherheitsbehörden, dass man genau sich anschaut, mit welchen Presseausweisen hat man es denn da gerade zu tun. Wer steht einem denn da gegenüber? Und ich habe es aber auch tatsächlich erlebt, dass sich Leute den Presseausweis selbst ausdrucken am Computer quasi und damit konsequent durch alle Polizeiabsperrungen durchgehen können und dann auch Pressesprecher der Polizei zum Beispiel interviewen. Und dann habe ich auch mit Polizeibeamten mal gesprochen, habe gefragt, das habt ihr jetzt aber schon gesehen, dass das einfach so wie ein Mickey-Maus-Ausweis ist. Und dann haben sie auch gesagt, ja, aber wir können nichts tun, weil die Pressefreiheit ist ja frei, weil Presse ist ja frei in Deutschland. Und deswegen geben wir in jedem Interview, und das ist ja auch vollkommen, das ist ja auch okay, sage ich jetzt mal,
Aber letztendlich muss man halt da sich immer wieder, finde ich, darauf auch stützen, dass es eben einen bundeseinheitlichen Presseausweis gibt. Und da kann man dann eben erkennen, okay, man hat es mit hauptberuflichen Journalistinnen und Journalisten zu tun. Und alle anderen Ausweise, ob selbst gedruckt oder im Internet einfach gekauft gegen eine Gebühr, die sind letztendlich in meinen Augen auch einfach wertlos. Aber es nochmal kurz zu machen, der Begriff des Journalisten, die Berufsbezeichnung, die muss so bleiben, wie sie ist. Sie darf nicht geschützt werden, weil dann bewegen wir uns in ein ganz gefährliches Fahrwasser. Weitere Herausforderungen, die auf dich, auf euch zukommen, also müsst ihr jetzt auch mal so andere Medien auch bedienen, also sei es vielleicht mehr News bei Telegram spielen oder bei Instagram, bei anderen Apps, um wirklich auch junge Generationen einfach so zu erreichen. Ich bin auch bei Facebook, ich glaube, sonst weiß niemand mehr, aber genau, aber so, eine Jugend hängt ja nicht mehr bei Facebook rum. Letztendlich genau das ist das große Problem. Oder was heißt Problem? Es ist natürlich eine Digitalisierung, die stattfindet. Das ist eine große Chance, die auch Medien haben. Letztendlich muss man natürlich versuchen, dass man auf verschiedenen Kanälen auch seine Nachrichten, seine News, seine Geschichten auch abbildet. Und das machen ja auch alle Medien. Also ich meine, wir haben Printmedien, die mittlerweile Fernsehen im Internet machen. Wir haben verschiedene Live-Formate, die gemacht werden von Printmedien. Genauso gut haben wir es auch bei den linearen Fernseh- oder Hörfunkprogrammen und Medien, dass die versuchen, dann natürlich auch eher in den digitalen Raum reinzugehen. Und da zeigt sich natürlich ganz, ganz, ganz stark ein Trend, und der geht natürlich immer ins Internet. Sei es Facebook, klar, da hat sich jetzt auch die Altersstruktur so ein bisschen gewandelt, aber auch bei Telegram, zum Beispiel die Tagesschau hat ihren eigenen Telegram-Channel, wo einfach immer die News reingepostet werden. Bei Instagram sind alle großen Medien vertreten, bei Snapchat sind die großen Medien vertreten, bei TikTok. Und das ist es natürlich eine große Chance für die Medien, auch hier ihre Inhalte auch in die jüngere Zielgruppe auch weiterzugeben, ganz klar. Es gibt also viele Möglichkeiten, sich zu informieren. Es kamen jetzt keine Fragen mehr aus dem Chat. Ich glaube, wir haben das Thema jetzt angeschnitten, das ist riesengroß. Also wenn man sich sowohl den Rechtsextremismus als auch die Verschwörungsideologien anschaut. Deswegen haben wir natürlich nicht nur die Veranstaltung heute Abend, sondern auch weitere Veranstaltungen zu dem Thema. Also erstmal herzlichen Dank, Jonas, sage ich an der Stelle. Genau, so fühl einen Online-Applaus über dich ergehen. Ich denke, er wäre größer, wenn wir uns jetzt alle wirklich offline sehen würden, was ja leider noch nicht der Fall ist. Vielleicht ist es aber am 17. Juni der Fall. Wir haben nämlich auch Tom Uhlig eingeladen, ein Bildungsreferent von der Anne Frank Bildungsstätte in Frankfurt, der auch über Antisemitismus und Corona sprechen wird, wie Stammtischparolen auf die Straße getragen werden. Dann kommt am 30. September 2021 wird es eine Buchvorstellung geben, Fake Facts heißt das Buch. Das wird eine Online-Veranstaltung mit Katharina Nossun, die mit Pia Lamberti zusammen dieses Buch geschrieben hat, wo es eben um Fake Facts gehen wird. Und im Oktober wird es auch nochmal über Corona-Demonstrationen und Hooligans gehen. Genau, ich bedanke mich bei euch, ich bedanke mich bei der Veranstaltungsreihe Hart aber führt für diese Veranstaltung, für die Infos. Ich bedanke mich bei dir, Jonas, für den Vortrag. Ich bedanke mich bei allen, die hinter den Kameras stehen, für das Jugendmedienzentrum Connect, die uns bei der Technik unterstützt haben, an Franka und Svante für das Auswählen der Kommentare, alle euch ZuschauerInnen, die fleißig gelauscht haben, echt führt und das Projekt Hart aber führt, wird finanziert vom Bundesprogramm Demokratie Leben. Falls ihr auch noch mehr erfahren wollt, also gerade das Thema Verschwörungsideologien ist wunderbar gut nochmal zusammengefasst. Da kriegt ihr wunderbare Infos auf den Real Talks auf der Seite echt-fürth.de. Da könnt ihr einfach mal vorbeischauen, auch wenn ihr Bock habt, so ein bisschen euch mehr ins stadtpolitische Geschehen einzumischen, ein bisschen aktiver zu werden, eure Stadt auch aktiv mitzugestalten. Schaut einfach mal auf echt-fürth.de. Und dann hoffe ich, dass wir uns alle analog spätestens im Juni sehen, wenn es denn hoffentlich stattfindet. Ansonsten treffen wir uns online. Genau, dann einen wunderschönen Abend.